Und folgende Eilmeldung hat uns soeben erreicht. Auch die Ständige Impfkommission hat jetzt ihre Empfehlung zur Priorisierung der Impfungen gegen das Coronavirus aufgehoben. Sie empfehle die Impfung gegen Covid-19 mit einem der zugelassenen mRNA-Impfstoffe oder einem der vektorbasierten Präparate für alle Menschen über 18. So heißt es jetzt in einem vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Bulletin. Aufgrund des Fortschritts in der Impfkampagne und zunehmender Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen sei ein stufenweises Vorgehen auf nationaler Ebene nicht mehr notwendig, so die Begründung. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Anfang Juni verkündete Aufhebung der Impfpriorisierung hatte die STIKO zunächst noch als verfrüht kritisiert.